Seit 6 Uhr morgens wird in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und den Niederlanden geblitzt. Und zwar allein in NRW an 3.335 Stellen. Verantwortlich dafür ist der dritte 24-Stunden-Blitzmarathon, der zum ersten Mal länderübergreifend ist. Auch in Mönchengladbach standen an 24 zusätzlichen Standorten mobile Messgeräte. In der 30er-Zone am Ruckes in Gießenkirchen zum Beispiel blitzte es heute im Minutentakt. Also zum einen ist das, haben wir in die Unfallstatistiken geguckt und haben gesagt, okay, das sind Straßen, Hauptunfallursache ist da auch Geschwindigkeit bei vielen Unfällen gewesen. Auf der anderen Seite haben wir auch ganz klar die Bürgerbeteiligung, wie beim letzten Mal, wieder mit reingenommen, dass wir gesagt haben, so letztendlich, teilweise waren es auch deckungsgleich, dass wir so ein 50-50-Verhältnis haben, Bürgerbeteiligung wie vorgegebene Stellen durch die Polizei. In ganz Europa ist Rasen nach wie vor die Nummer 1 Unfallursache. Der Blitzmarathon soll vorrangig dafür sorgen, dass sich die Zahl der Unfälle durch zu schnelles Fahren verringert.